Wir manifestieren ja die ganze Zeit. Also unser Inneres, manifestieren heißt ja nichts anderes wie unser Inneres zeigt sich im Außen. Ja, das ist manifestieren. Und ich nenne es eigentlich lieber kreieren, weil ich möchte das bewusst machen. Manifestieren tue ich mich die ganze Zeit. Aber wenn ich mir bewusst bin über diesen Prozess wie Manifestation, immer, nonstop, es ist nicht zu bremsen, es ist nicht zu stoppen, dafür gibt es keine Pause. Manifestation findet immer statt. Ich manifestiere mich immer. Solange ich hier in einem physischen Körper bin, mit Haut und Knochen, manifestiere ich mich. Und es ist so wichtig, dass ich mir bewusst bin, auf welche Art und Weise ich mich manifestiere. Die Manifestationskraft, die Manifestationsenergie, das Gesetz der Manifestation, es ist wirklich ein Gesetz, das stoppt nicht, wenn du dich versteckst. Das manifestiert sich auch, dann manifestierst du dich als jemand, der sich verstecken muss. Also du manifestierst dich immer, dein Seinszustand manifestiert sich die ganze Zeit. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich bewusst ist, auch wenn ich mich verstecke, auch wenn ich irgendwie was zurückhalte, auch wenn ich irgendwie versuche, ja, was zu verheimlichen, es kommt immer auf meinen Seinszustand an. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin jemand, der etwas verheimlicht, der etwas zurückhält, der etwas versteckt, und wenn es nur die Idee ist, dass ich nicht gut genug bin, wenn ich mal hoffentlich merkt niemand, dass mit mir was nicht in Ordnung ist, hoffentlich merkt niemand, dass ich pleite bin, hoffentlich merkt niemand, dass ich komplett überfordert bin. Hoffentlich merkt niemand, dass es mir schlecht geht. Das ist ein Seinszustand, der manifestiert sich. Und dieses hoffentlich merkt niemand ist eine Energie, die du ausstrahlst, die jeder merkt. Jeder merkt, dass was mit dir nicht in Ordnung ist. Weil du jemand bist mit dem, was nicht in Ordnung ist. Weil du diese Rückschlüsse ziehst, weil du das Gefühl über dich hast, weil du diese Ansicht über dich hast, dass du irgendwo nicht gut genug bist, dass du irgendwo etwas eben verstecken musst. Das ist eine Volkskrankheit. Das ist eine Volkskrankheit. Und du kannst nichts verstecken, weil alles, was in deinem Inneren ist, macht deinen Seinszustand aus und dein Seinszustand manifestiert sich. Es manifestiert sich nur dein Seinszustand. Dein komplettes Denken, dein komplettes Fühlen, deine kompletten Ansichten sind alle in deinem Leben manifest. Und die Good News, du kannst es verändern. Du kannst es jeden Moment verändern. Nur du kannst nichts im Außen verändern, sondern du veränderst nur das Innen. Du kannst das Einzige, was du verändern kannst, ist dein Inneres, ist dein Seinszustand. Du kannst verändern, wie du dich fühlst, du kannst verändern, wie du die Dinge siehst, du kannst verändern, wie du dich selber siehst, du kannst verändern, wie du die anderen Menschen siehst. Und das führt dazu, dass dein Leben sich verändert. Du veränderst dich. Die einzige Variable, die es zu verändern gibt und die du verändern kannst, die du beeinflussen kannst, bist du selber.
wünsche ich allen einen wunderschönen guten Morgen und möchte auch nochmal ganz kurz alle begrüßen, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen, weil ich stream hier jetzt gerade live auf meinem Profil, also auf meiner Facebook-Seite, Patricia Maria Dender Coaching, und gleichzeitig auch in meiner Facebook-Gruppe mit den Leuten, die mich besser kennen, aber es sind auch ganz tolle Menschen dabei, die irgendwie zu mir gekommen sind, und deswegen stelle ich mich ganz kurz vor. Ich bin ich nenne mich Divine Creation Coach und ein Coach für die Divine Design Reise, weil ich gehe davon aus, dass wir Menschen hier auf der Erde sind, um zu erkennen, dass wir eben genau nicht dieses Haut, Fleisch, Knochen, Körper Konstrukt sind, und wir sind auch kein Körper-Minds-Konstrukt, sondern wir sind ein Divine Mind, also eine göttliche Vorstellung, eine Vorstellung von höchster Perfektion, von höchster Liebe. Und das ist das, was wir in Wirklichkeit sind. Und wir sind hierher gekommen auf die Erde, um uns auf den Weg zu machen, das mehr und mehr zu erkennen, dass es nichts, aber auch gar nichts außerhalb von uns gibt. Es gibt kein Universum außerhalb von uns. Es gibt keine Entscheidung außerhalb von uns. Es gibt nichts, was außerhalb von uns entstanden ist. Und das weiß ich, das ist auf den ersten Blick hartes Brot, wenn ich mir die ganzen Dinge, die eben nicht schön sind, die sogar bösartig, gemein und gefährlich sind in diesem Leben, wenn ich mir überlege, was habe ich damit zu tun? Und das ist die Frage, die ich immer wieder gerne beantworte. Wenn du weißt, was du damit zu tun hast, und wenn du weißt, welchen Beitrag du leisten kannst, dass dieses Leben wirklich, wirklich schön wird, dass dieses Leben wirklich leicht und geschmeidig wird, dass du keine Angst mehr haben musst, dass du keine Sorgen mehr machen musst, sondern dass du das Leben endlich in vollen Zügen erleben und auch genießen kannst. Das ist die Divine Design Reise, weil wenn du das weißt, wie alles zusammenhängt, wenn du weißt, wie du die Dinge beeinflussen kannst, bewusst, dann wird es so, so anders, dieses Leben. Dann werden die Menschen in deinem Leben anders, dann werden die Zufälle oder die Gegebenheiten anders. Du wirst alles anders betrachten, du wirst alles und dich selber lernen, in höchster Perfektion zu sehen. Dass alles in Ordnung ist. Es ist wirklich immer alles in Ordnung. Und es sieht nicht so aus. Aber ich kann dir versprechen, es ist alles, alles in absolut bester Ordnung. Und wenn du dich dem dahin geben kannst, in dieses Vertrauen, dann musst du keine Angst mehr haben. Dann verändert sich alles. Und wir sind hier, um wirklich ein außergewöhnliches Leben zu führen, uns ein außergewöhnliches Leben zu kreieren. Das ist so wichtig, dass wir diesen Auftrag, diesen Sinn des Lebens erkennen. Dass der Sinn ist nicht zu leiden, der Sinn ist nicht unterdrückt zu sein, der Sinn des Lebens ist nicht sich zu verstecken, der Sinn des Lebens ist nicht zu schauen, wie kann ich endlich gut genug sein, der Sinn des Lebens ist nicht immer wieder im Außen zu schauen, was machen die anderen und was macht dann ich und wie passe ich da rein, wo ist mein Platz. Der Sinn des Lebens ist, dass du dir deinen Platz erschaffst, dass du dir erschaffst, wer du bist hier in diesem Leben, wenn du davon ausgehst, dass du perfekt, in Ordnung, geliebt und erwünscht bist. Und dass du davon ausgehen kannst, das bedeutet, dass du natürlich alles Erlebte, was dem entgegensteht und was dem nicht entspricht, loslässt und dich nicht mehr durch irgendwelche vergangenen Geschichten identifizierst. Und das ist alles ein Prozess. Diesen Prozess nenne ich eben Divine Design Reise. Ich habe sie untergliedert, diese Divine Design Reise,
in vier Schritte oder vier Bereiche. Vom ausgelieferten Opfer bis hin zum göttlichen Schöpfer. Und das sind wir alle. Es ist nur, wie bewusst sind wir dessen? Wie bewusst sind wir uns dessen, dass wir göttlicher Schöpfer sind? Und die nächste Frage ist, wenn wir uns da einigermaßen bewusst sind, wissen wir, was es bedeutet für unser menschliches Sein, für unser menschliches Wesen hier auf Erden? Dass eben diese Spaltung nicht mehr da ist, weil sie ist de facto, es ist keine Trennung und wir haben aber immer noch, wenn wir diese spirituellen Lehren anschauen, immer noch oft das Gefühl, da bin ich, der Mensch auf Erden und da ist irgendwo mein Spirit oder meine Seele. Aber es ist eins. Und das ist eben genau das, wo vielleicht viele auch noch nicht verstanden haben, weil jetzt gerade dieser riesige Hype ist für Human Design, dass dieses Human Design, das ist wirklich etwas, was hier aus einer menschlichen Perspektive betrachtet wird. Aus dieser menschlichen Perspektive gibt es Schwächen, gibt es Stärken, gibt es alles Mögliche, alles wird beurteilt. Die menschliche Perspektive ist eine beurteilende Perspektive. Gut, schlecht, toll, bla bla bla. Nicht ausreichend, nicht gut genug, all das, was ich vorher gesagt habe. Aber die göttliche Perspektive, dein Divine Design, das ist die Perspektive, mit der du hierher gekommen bist. Rein, fehlerlos, wunderbar, großartig, absolut, wow, wow. Du bist einfach wow. So bist du gedacht. Und dass du dich nicht wow fühlst, liegt daran, dass eben dir ein Human Design übergestülpt worden ist. Kannst du sagen, ja, ich bin da veranlagt, das ist alles egal. Aber du lebst hier ein Human Design, wo du meinst, Sachen, die dir entsprechen und das entspricht mir nicht und das kann ich nicht und da bin ich gut und hier bin ich nicht so gut. Ja, ich habe da letztens mit meiner Assistentin übrigens, sie macht Human Design Readings, wir haben uns darüber ausgetauscht. Zum Beispiel gibt es Menschen, ich weiß nicht mal mehr, wie das heißt im Human Design, die ganz viel im Außen unterwegs sind. Die sind also wirklich nur im Außen und sie schauen da und da, multiperspektiv. So ein Mensch bin ich früher auch gewesen. Überall, ich habe alles erfasst, alles gesehen, alles angenommen auch, jeden Menschen total gespürt, jede Situation schon gesehen, wo sie hingeht. Und es ist eine große, große Gabe. Aber es ist diese Human, diese Gabe, was ich als Mensch mit dieser Gabe mache. Diese Gabe ist aus meinem Divine Design. Die ist da, weil ich alles bin. Weil ich alles manifestiere. In allem, was ich sehe, bin ich drin. Und wenn ich das aber nicht weiß, wenn ich nicht weiß, dass es Divine Design ist und meine, mein Human Design, mein kleines Menschlein, bin ich total überfordert, weil ich überall was weiß und überall irgendwie was aufnehme, dass ich dann irgendwann mal einen totalen Overload habe, bin völlig überfordert, weil ich nicht weiß, wie ich das handle, was das überhaupt bedeutet, was da draußen ist. Und wenn ich weiß, ich kann mich total zurücklegen und in mein Divine Design gehe und sehe, okay, diese Dinge, die ich wahrnehme, die sind aus mir entstanden. Diese Dinge, die ich da wahrnehme, das bin einfach nur ich. Da passiert nichts. Ich muss
im Außen nichts managen. Ich muss da nichts machen. Ich habe da nichts zu tun im Außen. Boah, da kommt so eine Ruhe doch rein. Da kommt so eine Entspannung rein. Und wenn im Außen Dinge sind und Tumulte sind, dann weiß ich, ich muss zurück zu mir. Und ich muss mir überlegen, was will ich im Außen kreieren, aus meinem höchsten Design heraus. Aus meiner höchsten Perfektion, aus meinem höchsten Wunsch, aus meiner höchsten Liebe für Schönheit, für Begeisterung, für Entzücken. Weil wenn ich draußen unterwegs bin und schaue, was mein Human Design ist, noch völlig ist, weil ich es noch nicht begriffen habe, weil ich noch nicht die Divine Design Perspektive einnehmen konnte, dann bin ich aufgeregt, dann bin ich überall am Nachdenken, am Überlegen, am Sortieren, am Einordnen. Aber das brauche ich alles gar nicht. Und ich weiß, ich bin ein Divine Design, ich bin absolut göttliche Perfektion, ich bin Schöpfer. Wenn ich das alles von meinem Wissen, wenn ich das verstehe, und das ist meine Spezialität, ich erkläre es dir, dass du es verstehst, dass es dein Verstand versteht. Wenn das nicht reingekommen ist, dann kannst du dich zurücklehnen und kannst sagen, okay, was von diesem Gefühl da draußen, dass ich alles unbewusst kreiert habe, was gefällt mir? Und was möchte ich verändern? Und was möchte ich anders haben? Und dann kann ich so entspannt zu mir zurückgehen, weil ich weiß, wenn da draußen sich was verändert, ist es nur, weil ich mich im Inneren verändert habe. Ich muss aber nicht schauen. Ich muss überhaupt nicht schauen. Ich muss gar nicht schauen, wann das jetzt kommt oder wann sich die Veränderung zeigt. Sondern dann in dem Moment, wo ich die Veränderung in mir spüre, weiß ich, dass das Außen sich verändert hat. Und da ist dieses Wissen, von dem die Manifestationscoaches immer sprechen, du musst es wissen. Aber du kannst es nur wissen, wenn du es bist, wenn du es wirklich bist. Wenn ich möchte, dass sich meine Beziehungen zu anderen Menschen oder meine Liebesbeziehungen verändern, dann muss ich nicht schauen, was andere Menschen machen, sondern muss nur zu mir schauen. Zu mir, zu meiner Beziehung, zu mir selbst und zu meiner Liebesbeziehung. Nur das. Und da bin ich nur bei mir. Das heißt bei mir. Das heißt, ich mache meine innere Arbeit. Ich reflektiere mich. Bin ich das, was ich sein möchte? Fühle ich das, was ich fühlen möchte? Denke ich das, was ich denken möchte? Sehe ich das, was ich sehen möchte? Hast du dir da schon mal drüber Gedanken gemacht? Oder bist du auch noch in deinem Human Design, versuchst es zu analysieren mit irgendwelchen Charts und so weiter und so fort? Bei mir geht es wirklich, bei mir lernst du, dass es alles gut ist, dass es alles seine Berechtigung hat. Dein ganzes Human Design hat seine Berechtigung. Aber du wählst, weil in Wahrheit ist dein Human Design nur irgendein Human Design. Und wenn du dich selbst wieder aus der göttlichen Perspektive dir ein neues Design gibst, eine neue Identität, dann musst du dich gar nicht mit dem alten Kram beschäftigen, den du nicht möchtest. Wir beschäftigen uns ab und zu mal in meinen Coachings, in meinen Teachings auch natürlich mit den alten Sachen. Und wir revidieren sie auch im Sinne von Neville Goddard, wenn sie entscheidend sind. Aber vieles löst sich schon. Nur allein, wenn du deine Identität wechselst und wenn du dein Bewusstsein, dein Divine Design, dein Bewusstsein aus deinem Divine Design speist, dann verändern sich schon viele Sachen ganz von alleine. Und es ist einfach so wichtig, dass du verstehst, dass nichts, was jemals war oder was im Außen ist, keine Situation, kein Zustand, den du jetzt hast, eine Determinante ist
eine Vorgabe ist, die du beachten musst. Wenn du anfängst, diese innere Arbeit zu machen, wenn du anfängst, dich selber zu transformieren, wenn du anfängst, dir diese Erlaubnis zu geben, in dein höchstes Divine Design, in die höchste Idee, mit der du als Mensch hier auf Erden gekommen bist, hineinzutreten und es mehr und mehr zu verkörpern und dementsprechend die Welt anders zu sehen, dementsprechend anders zu denken, dementsprechend anders zu fühlen, dementsprechend anders zu handeln, dann bist du da, wo du hin willst. Dann bist du in deinem wirklichen Schöpferzustand. Dann bist du da, wo du die Zügel loslassen kannst. Dann bist du da, wo du dich zurücklehnen kannst. Dann bist du da, wo du ins Vertrauen gehen kannst. Und dann bist du da, wo du eben diese Selbstliebe, diese bedingungslose Selbstliebe so viel mehr spüren kannst. Und da komme ich jetzt zu der Masterclass. Eigentlich ist es mehr ein Workshop von 2,5 Stunden, die ich morgen mache. I am chosen, heißt das. Ich bin auserwählt. Und da gehen wir wirklich insbesondere im Bereich Beziehung auf diesen Seinszustand wirklich zu verkörpern, zu sagen, ja, ich bin auserwählt. Ich bin ein auserwählter Mensch. Ich bin kein Opfer, ich bin absolut auserwählt, um geliebt zu werden, unterstützt zu sein, mich so zu fühlen wie ein großartiger Mensch, der sich ein großartiges, außergewöhnliches Leben kreiert. Und das ist so, so, so wichtig. Das in mir zu verankern, und das machen wir morgen. Ich zeige dir Tools. Ich erkläre dir oder deinem Verstand, deinem logischen Human Verstand, deinem menschlichen Verstand, erkläre ich dir, gebe dir Erlaubnisgeber, dich wirklich auserlesen, großartig, wunderbar, geliebt, unterstützt, getragen zu fühlen. Und wie du diesen Zustand so generierst, dass es dein Normal ist. Denn aus dir heraus entsteht dann dein Business, entstehen deine Beziehungen, entstehen deine Zukunftspläne, entsteht alles, entsteht deine Family, entsteht jeder einzelne Mensch, mit dem du es zu tun hast, jedes Tier ist das, was du aus ihm machst, aus ihr machst. Und du machst es sowieso. Du machst es. Wenn du Idioten in deinem Leben hast, wenn du Betrüger in deinem Leben hast, wenn du Leute in deinem Leben hast, die dir in den Rücken fallen, die dich ausnützen, die dich belügen, die dich beschuldigen, dann entstehen diese Menschen in dir. Und da bist du dir nicht bewusst, aber es sind komplett, es ist deine Ansichten, es ist dein Ding, dass du diese Menschen so beachtest. Und das ist diese 100%ige Verantwortung. Und es ist wichtig, 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 dass keiner glaubt, dass er schuld ist. Das ist wirklich diese Konditionierung, diese Programmierung, die uns mitgegeben worden ist an Vorstellungen, an Annahmen, an Rückschlüssen. Die können wir nicht so leicht loslassen. Aber wenn ich weiß, dass ich die Einzige bin, to call the shots, der die Fäden in der Hand hat, bei mir trifft sich mein ganzes Leben. Es ist an mir, in diese Kraft, in diese Power auch einzutreten, diese Verantwortung zu übernehmen und dann die Dinge so zu machen, dass sie schön sind, dass sie göttlich sind, dass sie perfekt sind, dass sie angenehm sind, dass sie liebevoll sind.
ich kann es machen. Aber ich habe den Weg muss ich gehen, den Weg muss ich gehen. Und es ist, der Weg ist es so, so wert. Und ich muss investieren, ganz viel Zeit. Ich muss ganz viel Übung investieren. Ich muss ganz viel Wiederholung investieren. Ich muss mich investieren da rein. I have to be invested to create my extraordinary life. Da gibt es nichts. Ja, wenn es nicht klappt. Da gibt es nur eins. Ich gehe, ich mache es, ich will es, ich weiß, dass ich es kann, weil ich mache eh mein ganzes Leben. Ich mache es, ich mache es, ich mache es. Und in dem Moment, wo ich ganz klar verstehe, ich kreiere alles. Ich bin die einzige operierende, wirkende, wirksame Kraft in meinem Leben. Dann gibt es keinen Grund, hier nicht das Außergewöhnlichste und das Allerbeste draus zu machen. Kein Grund. Weil ich mache es sowieso. Aber jetzt geht es darum, dass ich die Zügel in die Hand nehme, dass ich mich verändere. Und das ist ein Weg, der geht all in. Der geht all in. Und es ist ein Weg, das hat mir gestern jemand gesagt, du sagst immer, das kann man nicht allein. Natürlich kann man es alleine. Aber wie schnell darf es gehen? Wie leicht darf es gehen? Das darfst du dich immer mal fragen, wie schnell darf es gehen und wie leicht darf es gehen? Und wie viel Hilfe kann ich annehmen? Wie viel Hilfe möchte ich haben? Das entscheide ich ja doch auch alles mit. Und dieses Denken hatte ich auch über ganz viele Jahre hinweg, ich muss es selber schaffen, ich muss es allein schaffen. Weil ich damit verwechselt habe, diese Try-and-Error-Runden, diese Ehrenrunden, bis ich es dann wirklich verstanden habe, bis ich es dann wirklich verinnerlicht habe, ich habe das verwechselt damit, dass es darum geht, zu wiederholen. Aber ohne Error, sondern nur try, try better, try more, try more. Und da, dass ich in dieser Schleife bleibe, das fällt mir viel, viel einfacher, wenn ich mit jemandem zusammen trainiere, wenn ich mit jemandem zusammen übe, wenn ich zulasse, dass man mich trägt, dann komme ich wieder zu der Masterclass. Fühlst du dich auserwählt, um die beste Hilfe, Unterstützung zu bekommen? Oder fühlst du dich immer noch nicht gut genug, nicht wertvoll genug, um Unterstützung zu haben, um zu teilen, um dich zu öffnen, um zu fragen, um gut genug zu sein, eine Antwort zu erwarten, um gut genug zu sein, wichtig genommen zu werden, um gut genug zu sein, dass du zählst. You matter, du bist wichtig. Und ich spreche es so, so sehr aus eigener Erfahrung, wo ich mir unendlich im Weg gestanden bin. Weil ich nicht offen war, weil ich nicht in ein Vertrauen gehen konnte. Und erst als ich erkannt habe, als ich mein Divine Design erkannt habe, als ich das mehr und mehr begriffen habe, eben vom Verstand her, was mein Divine Design eigentlich bedeutet, dass ich entscheide, ob es da draußen liebende Helferlein gibt oder ob da draußen eine Armee von Leuten ist, die nur wartet, bis ich einen Fehler mache, um mich aufzuhängen. Das ist so crazy, was wir uns für Vorstellungen machen, von denen wir uns noch nicht mal bewusst sind. Und wir stehen uns so im Weg. Und deswegen habe ich diese Masterclass gemacht, um mir mal dieses Gefühl zu geben, diese Ansichten, dir das zu erklären, nochmal genauer reinzugehen, wie du funktionierst, wie du alles bist und wie du alles fühlen kannst. So oder so fühlst du alles, wie du aber alles
durch dich verändern kannst. Und deswegen lege ich es dir ans Herz, es kostet nur 222 Euro. Es ist wirklich ein Workshop morgen. Um 10 starten wir, 222 Euro. Du kriegst eine Aufzeichnung, du kriegst ein Workbook. Aber es liegt an dir, diese innere Arbeit zu tun. Es liegt an dir, es dann wirklich umzusetzen und es nicht nur 1, 2, 3, 5, 7 Tage zu machen, sondern zu deinem Lifestyle. Aber auch hier wieder nicht einen Lifestyle dir anzugewöhnen, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen, sondern dass du verstehst, dass dein Lifestyle das ist, diese Person zu sein und mehr zu verkörpern, von der du haben willst, dass sie dieses Leben führt. Und das ganze Prinzip zu verstehen, mein Anliegen ist, immer mehr, das mehr und mehr das Prinzip in dir zu verankern, das Prinzip und nicht Tools und nicht Abläufe, sondern das Prinzip. Dass du das Prinzip verstehst und dass du dann aus diesem Prinzip heraus automatisch so denkst, fühlst und handelst, wie du es haben möchtest, wie es der energetische Match zu dem ist, was du im Außen sehen willst. So, mal schauen, ob ich hier noch jemanden sehe. Hallo, hallo. Es hat bei mir 4 Jahre gedauert, bis ich Overload erkannt habe. Ich dachte immer, ich kann nichts mehr lernen, nicht merken. Ja, das ist genau das, oder? Diese Sache mit dem Overload. Das ist alle Sinne, alles ist voll, alles ist auf Tilt, weil du nur, nicht du, ich, wir, nur im Außen bist und meinst, ich muss verarbeiten, ich muss verarbeiten, ich muss verarbeiten, ich muss verarbeiten. Aber du musst nichts verarbeiten, du generierst, du generierst, du generierst, du generierst. Das ist ganz was anderes, es ist eine ganz, ganz andere Ansicht, ja. Du generierst, du generierst, du generierst. Und das ist so, das ist die absolute Befreiung. Und die meisten Leute, mit denen ich arbeite, die wollen frei sein. Frei, Freiheit, höchstes Gut. Nichts machen zu müssen, nichts tun zu müssen, auf nichts reagieren zu müssen. Und wenn ich das ganz tief in mir habe, muss ich nie wieder reagieren. Ich werde immer noch reagieren, weil es ist ein Automatismus. Das mache ich, wenn ich gerade müde bin oder wenn ich gerade in eine Energie reinjumpe, die mir nicht entspricht. Aber im Prinzip, wenn ich weiß, ich bin ja der Kreator, der Generator, aus mir heraus entstehen die Dinge. Ich mache das. Dann muss ich da draußen gar nicht gucken, was da ist. Ich muss nicht gucken. Ich muss wirklich nicht gucken. Ich kann gucken, um mich inspirieren zu lassen. Aber in dem Moment, wo ich draußen Dinge sehe, die mich klein machen, die mich aus meinem Divine Design rausholen, in irgendein Human Design reinbringen, dann ziehe ich mich wieder zurück. Da gibt es nichts zu verlieren. Da draußen gibt es nichts zu verpassen. Da ist nur das, was vorher da drin war. Ist es nicht eine richtig gute Nachricht? Ich kann nichts verpassen. Es ist alles in allerbester Ordnung. Es würde mich freuen, wenn ich noch ganz, ganz viele von euch in einer kurzfristigen Anmeldung für diesen I Am Chosen Workshop, die I Am Chosen Masterclass. Das ist wirklich der beste Einstieg in diese Arbeit, in diese innere Arbeit, in dieses innere, wahre Divine Design Bewusstsein reinzukommen. In 2,5 Stunden intensiv. Und dann kannst du entscheiden, ob das für dich auch, wie die für die meisten, die mit mir gearbeitet haben, macht so, oh mein Gott, ich wusste es. Ich wusste es, dass es so ist. Ich wusste es schon immer, weil es die göttliche Wahrheit über uns ist. Weil es nichts ist, was niemand weiß. Es ist etwas, was in uns allen eigentlich bewusst
unterbewusst angelegt ist. Das, was ich dir sage, ist eine Wahrheit, die in dir angelegt ist. Es ist kein Konzept, kein Hokuspokus, sondern es ist deine innere Wahrheit. Du weißt das. Aber du warst noch nie empfänglich dafür, weil du eben auf einer Frequenz, auf einer Idee, auf einer Vorstellung über dich und über die Welt warst, die das nicht zugelassen hat. Aber in mir war immer dieses Brennen, in mir war immer dieses, oh mein Gott, wieso, das kann doch nicht sein, wieso, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier so scheiße bin und so ausgeliefert und dass das alles beschissen ist. In dir ganz, ganz tief drinnen, auch wenn die Sachen aussehen, als würde die Welt über dir zusammenfallen und hätte eine Verschwörung gegen dich stattgefunden, weißt du ganz, ganz tief innen, dass das irgendwie nicht stimmen kann, was da draußen läuft. Und dann bist du bei deiner Wahrheit angekommen. Das kann nicht stimmen, was da draußen ist. Und du kannst es verändern. Also ich habe diverse Angebote jetzt für dich. Melde dich an, noch für morgen von 10 bis 12.30 Uhr, I am Chosen Masterclass auf mywellfeeling.com, kostet 222 Euro. Du hast die Aufzeichnung, kriegst ein Workbook und du kannst wirklich an diesem Kern deiner göttlichen Identität anfangen zu arbeiten, diesen Scheiß, der uns da übergestülpt worden ist, das alles abzuziehen und abzulegen, was dir in Wahrheit gar nicht du bist. Dann komm in meine Facebook-Gruppe, wenn du das jetzt hier siehst, auf meiner Business-Site. Extraordinary Life. Beantworte unbedingt die Fragen, weil ich stelle eigentlich nur zwei Fragen, die ich unbedingt von dir haben möchte. Die erste Frage ist, wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Weil dann weiß ich ungefähr, wo du anfängst, wo du gerade stehst. Und die zweite Frage ist, welchen Lebensbereich würdest du am liebsten transformieren? Da gibt es auch verschiedene Bereiche, weil es fängt immer, irgendwo ist die Kacke am Dampfen. Und da fängt es an, dass wir bewusst werden, dass es uns klar wird, dass diese Kacke, die da dampft, von uns verändert werden kann. Komplett. Egal, welche Kacke es ist. Egal, wo es gerade scheiße läuft, in welchem Bereich, wo du anstehst. Es ist wichtig, dass du erkennst, dass dieser Bereich, wo du anstehst, der Bereich ist, wo du dran arbeiten kannst, wo du deine Transformation beginnen kannst. Und nachher schwappt es über in all deine Lebensbereiche, in dein ganzes Leben. Und das ist das zweite Angebot, was ich für dich habe. Dann habe ich noch meinen YouTube-Channel, wo ich ganz, ganz viele, über 500 Videos habe mit Teachings. Und dann habe ich auf meiner Homepage natürlich noch mehrere Informationen. Und wir haben ein riesengroßes Mastermind, wo ich eben anfange, diese Divine Design Reise zu begehen mit der Foundation und The Bigger Game. Es ist ein Programm, das geht 3,5 Monate und gibt dir eben diese Basis der Schöpfung und geht nachher rein in die absolute Umsetzung der Kreation. Genau. Schau ich mal, ich weiß gar nicht, wo ich dich jetzt hier sehe, ob da noch irgendwelche Fragen sind oder noch irgendetwas, das ich hier noch beantworten darf. So, okay. Habe das jetzt auch noch nie gemacht, so gestreamt auf meiner Personal Page. Noch Kommentare sind. Ja, ihr Lieben, geht rüber auf meine My Well Feeling, wenn ihr noch nicht angemeldet seid, mywellfeeling.com. Kommt morgen in die Masterclass I Am Chosen. Es wird absolut gigantisch. Ich führe dich in einen Seinszustand, der für dich gedacht ist. Und du kannst anfangen, den zu spüren. Du kannst anfangen, den zu verkörpern. Das ist wie so ein Samen, der gesät werden muss.
Super. Also, dann sind wir jetzt hier beim Ende und ich sehe keine Fragen mehr. Freue mich riesig auf morgen, weil für mich ist es auch immer eine riesige Bereicherung, wenn ich so tief reingehe. Und komm mit, reist mit. Ah ja, das Wichtigste habe ich fast vergessen. Wenn es dir nicht gefällt und du sagst mir das morgen noch, bevor ich die Aufzeichnung verschicke und bevor ich das Workbook dazu verschicke, du kriegst dein Geld zurück. Ja, du kriegst dein Geld zurück. Weil, wenn es nicht dein Ding ist, wenn du sagst, das ist Bullshit, das bringt mir nichts, das bringt mir nirgendwo hin, ich gebe dir dein Geld zurück. Wahnsinnig gerne. Aber ich möchte, dass du es zumindest versuchst. Ich möchte, dass du es zumindest versuchst. Ist doch ein Deal, oder? Alles klar. Noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.